Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bzw. zur zweiten Folge Minecraft Titan. Heute mit dabei der Killer Crafter. Oh, was? Was? Ernsthaft? Und wir joinen auf den Server in 3, 2, 1. Go! Ich melde mich an. Was? Au. Was? So, ah, Leute. Das waren die Geräusche, das ja, also. Genau. Leute, ja, man bekommt sogar darf, darf man erklären, selbst? Wie das funktioniert so? Aber ich weiß gar nicht. Ne? Auf jeden Fall, Effekt ist, wir sind jetzt drauf. Wir sind 30 Sekunden geschützt am Anfang und ja, ich würde sagen, einfach Ofen hinstellen, erstmal Essen braten, weil jetzt habe ich trotzdem relativ viel Hunger verloren. Ja, warte, ich stelle dir hier auch einen hin. Wer die letzte Folge nicht gesehen haben sollte, schaut euch die an. Die war echt cool, die hatte Spannung, war zwar auch eine Farmfolge, sag ich einfach mal, wir haben uns eher verkochen, aber war schon eine coole Folge, könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, ey. Auf jeden Fall. Und ja, ich habe natürlich immer noch diese schöne Sprungkraft-Potion. Mir ist eigentlich erst jetzt gerade bewusst geworden, wie OP die eigentlich ist, wenn du überlegst. Du kannst nämlich damit theoretisch richtig geil abhauen, wenn du einfach plötzlich zwei Blöcke hochspringen kannst. Ja, das ist natürlich schon echt ein krasser Vorteil. Vor allem irgendwie würde ich sagen, wenn du in der Stadt kämpfst, weil du mal, ich meine, du kannst dann vorher auf die Dächer hoch und so, die anderen müssen sich erst hochbauen. Oder auch so in dem Gebiet, wo wir waren, mit dem Berg da, kann man einfach schneller hoch als die anderen und kann dann halt relativ leicht entkommen. So richtig Skill halt, ne? Ja, okay. So. Dann, was wir in der letzten Folge nicht gesagt haben, es gibt Aufnahmezeiten. Das bedeutet, der Server ist immer zu einer gewissen Zeit online. Das bedeutet, die zweite Folge ist jetzt noch vorproduziert. Wenn ihr die seht, ich weiß nicht, ob dann die dritte Folge tagesaktuell bestimmt nicht, oder? Weil wenn wir die um 16 Uhr aufnehmen und dann, sagen wir mal, um 18 Uhr hochladen, dann ist das, glaube ich, zu kurz. Das geht nicht, nee, aber wir werden die wahrscheinlich, also wird nicht mehr so vorproduziert sein, ja, weil ihr werdet diese Folge wahrscheinlich so am 13. sehen, glaube ich, ne? Am 12. kommt ja die erste Folge, so wie ich das noch alles im Kopf habe. Genau. Und Baum halt, ne? Also sollte schon irgendwie funktionieren. Wir werden jetzt auf jeden Fall die Folge so ein bisschen zum Farmen nutzen. Das ist unser Ziel. Es ist auch kein anderer auf dem Server. Haben wir extra geschaut, dass wir da Hüt-Uzi, du Hüt-Farmen können. Den, Baum, ne? Ja, in der letzten Folge, ich sage jetzt noch nicht, da wer gestorben ist, weil da müsst ihr dich schon angucken. Aber ich finde schon heftig, dass gleich in der ersten Folge Leute ausgeschieden sind, weil ich meine, erste Folge, Projekt startet, jeder freut sich so, yay, es geht los. Und dann, ja, das ist natürlich schade. Aber wir haben die erste Folge überlebt, das war schon mal unser Ziel. Und alles, was jetzt kommt, das rocken wir auch noch irgendwie hier. Ja, also wir sind stolz auf uns, ja. Ja. Wir sind stolz auf uns, wir haben das schon geschafft. Ist echt cool. Ich habe im Moment die Koordinaten da, aber ihr seht die natürlich nicht, ne? Wenn ich die ausgeblendet... Oh. Alter, du kannst doch nicht einfach runterspringen. Ey, ich dachte mir einfach so YOLO. Er denkt sich aber so YOLO. Ich bin ein YOLO-Kämpfer. Alter, wenn wir jetzt hier sterben. Nein, Scheiß. Pass auf hinter dir. Nein, darunter gehen wir nicht. Pass auf, warte. Wir brauchen Fackeln. So, ich habe jetzt welche gecraftet. Das ist Smaragd. Oh, der hat Swag. Pass aber auf. Ja, man kann, es gibt ja auch, glaube ich, Dörfer, wo man mit Smaragden handeln kann. Und die Sachen sind, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ja, gut, also ich weiß halt nicht, was es da alles so gibt. Aber ich glaube, das ist auch relativ teuer dann auf die Dauer. Alter, wie viele Mobs hier sind, ne? Ja gut, aber Smaragde an sich braucht man ja nicht, oder? Nee, also die braucht man halt fürs Handeln und mehr gibt's halt gar nicht mit Smaragden. Wir spielen ja übrigens auf der 1.8, ne? Auf der 1.8. Und das ist Lappi ziemlich schon nice. Ja, das ist nice. Ich fight hier jetzt selber mal gegen alles hier. Voll der... Oh, das, Leute, der Zombie hat ein Eisen gedroppt. Oh, nice. Du dumme Fledermaus, ey. Boah, so, das ist ganz ehrlich, ich selber schuld. Ich leuchte erstmal ein bisschen aus, ne? Wir haben da eine riesen Höhle. Ist dir das eigentlich klar? Das ist echt. Oh, Creeper, oh Gott. Nein. Oh, boah, Alter, ich sag's dir, wenn du jetzt wegen dem Creeper stirbst und ich das Ganze alleine machen musst. Nein, komm her zu mir, komm her. Hallo, pass auf. Oh, hallo, mach nicht so Geräusche, ey. Okay. Mach mir nicht so Angst. Okay. Jetzt komm her. Da hab mir einen Schaden gemacht. Naja, aber ich hatte jetzt trotzdem gerade eine Sekunde. Dachte, es gab ja auch ein Wahre über die Teilnehmer, die dann an den Creepern gestorben sind. Ja. Ja,
bei cool, Fuß. Also ich spiele natürlich sehr vorsichtig, ne? Muss man hier schon sagen. Ja, so, kommt her, Creeper, lasst uns alle umarmen. Das ist ja. Das einfach, weißt du, erste Folge, wir beide so sneaken, Vorsicht, Vorsicht. Zweite Folge, ja, ich spring mal runter, ja, das sind Creeper. Ja, es sind eh nur 300 Meter, ich spring einfach mal runter, so, kein Bock mehr. Ich meine, erste Folge überlebt, jetzt können wir YOLO-Action machen. Jetzt ist eh alles egal, ja, wir haben es geschafft. Boah, hier sind so viele Fledermäuse, ey, unnormal. Ja, ist stark, ja. Okay. Ist so stark. Ich geh mal erstmal eine Eisenspitzhacke machen, würde ich sagen. Also wir brauchen, glaube ich, beide eine. Das ist eine so gute Idee, dass ich so stolz auf dich bin, dass du die jetzt hattest. Ja, ich hatte endlich mal eine gute Idee. So, ich guck jetzt mal, weil das wäre natürlich jetzt schon epic, wenn wir in dieser Folge schon so ein, hier so ein Diamant oder so. Ja, so ein Dings. Ach kacke, ich darf gar nicht die Rezepte ansehen, glaube ich, oder? Bin ich überhaupt im Doch. Rezeptmodus? Ja, du kannst ja nicht cheaten, du bist ja kein OP. Aber wenn ich da drauf gehe und mir das Rezept angucken möchte, steht da, du hast nicht die benötigten Berechtigungen dazu. Ja, du musst R drücken, du musst auf das Item gehen und dann R drücken. Aber ich glaube, das darf man schon. Also es wurde nicht in den Regeln erwähnt und ich sonst wäre ja Nadine auf Items nicht installiert. Das wäre ja ansonsten, also sonst wäre es echt Biene, also das so zu installieren, wenn man es da nicht benutzen darf. Da wäre schon komisch. Aber was ich mich frage, ne, was ich mich seit Beginn des Projekts frage, /kill, funktioniert der Befehl? Nein, ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. Also ich werde es sicher nicht ausprobieren. Nein, ja, probier es nicht aus. Das nimmt mich aber Wunder, ne? Titan Crystal, okay. Also so ein Titan Crystal. Das wäre schon sehr nice, ja, wenn wir sowas finden würden. Ja, das Problem ist dann fürs Titan Ingot. Hier, ich geb dir mal dann frei. Warte, ich hab's gleich. Oh, ich hab's mir aber genommen. für so ein Titan Ingot brauchen wir dann auch noch ein Dia und ich glaube auch noch ein paar andere Sachen. Also, ja, gut. Da wird schon, lol, teuer. Man kann irgendwie die Sachen nicht mit Hotkeyen aus den Dingens nehmen. Egal, ich geh mal ein bisschen hier Stuff abbauen. Gold müssen wir natürlich auch farmen wegen Goldäpfeln. Darf man auch nicht vernachlässigen. Ah, stimmt, OP-Goldäpfel sind aber, glaube ich, verboten wieder. Ja, ne? Ja, OP sind verboten, aber Goldäpfel an sich darf man, glaube ich, benutzen. Muss man halt nachher nochmal alles nachlesen. Wir haben jetzt die Regeln nicht alle auswendig im Kopf, ja, also ja. Trommelein. Na, natürlich, sorry, wir sind jetzt auch keine Genies. Also ich schon, ne? Also. Also jetzt stell mich mal nicht so dumm da. Ja. Auf jeden Fall. Oh Mann, 15 Minuten ist irgendwie so eigentlich ja nicht so eine kurze Zeit, aber irgendwie die vergeht so schnell. Ja, es ist, man hat nicht extrem viel Zeit. Ich bin am Aufnehmen, Mann! Toll, wie aber jemand mal wieder um die Tür klopft. Das ist unglaublich. So, yeah. Weißt du, jetzt heute habe ich tatsächlich zweimal an einem Tag aufgenommen, aber normalerweise nimmt man einmal so circa am Tag auf. Immer genau dann kommt jemand. Es ist einfach. Also bei mir zumindest. Immer ja. So jemand, klopf, 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 ich will rein. Klopf, klopf, wer ist da? Der Ernst. Also hier unten ist auf jeden Fall Lava. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich bin auch bei der Lava, aber ich baue hier gerade Eisen ab und ich bin dann, glaube ich, Full Iron, ja? Ja, das hat schon Swag. Hier so. Also Full Iron, das ist schon echt nice. Ich glaube, das sind wir jetzt schon sehr weit. Aber ich glaube, dass andere tatsächlich jetzt schon Diamanten haben. Ich habe das Gefühl, dass Leute jetzt schon Diamanten haben. Da kann man halt nicht nachschauen, ne? Aber wir rechnen einfach mal mit dem Schlimmsten, das heißt, dass sie das haben. Kann natürlich auch sein, vorhin waren mehrere Leute gleichzeitig auf dem Server, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen gehuntet haben. Schöneres. Das kann müssen auch wir halt sein. Auch nicht. Ja. Wir müssen dann, also Folgen der anderen darf man hier schauen. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Folgen der anderen gucken. Also wir haben jetzt nicht sowas vor, dass wir dann so, ja, krass auf die Leute, die voll targeten, ne? Oder so. Oh, ja, stimmt, sorry, ich wollte also, wir nehmen uns einfach den größten YouTuber raus und targeten den dann. Ja, hallo. Dann werden wir für ihn. Fame. Farm. So, Farm, ey. Ich mach mir mal einen Wassereimer, ne, damit wir diese Lava so ein bisschen wegmachen können. Du bist ein schlauer Junge. Du bist echt ein schlauer Junge. So, aber ich glaube, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Oh, ja, ohne Witz. Also ich bugge. Da, ich sehe deinen Namen. Ich sehe deinen Namen. Achso, du bist. Da ist noch ein Emerald. Alter. Von hier kam ich ja irgendwo. Ah, von hier oben. Oh mein Gott, ich. Was ist da mein Name? Ich werde wieder zu dir kommen. Und ich werde dann mein Lebtag wieder glücklich sein. Ja, ich bin da bei diesen Öfen. Also, wir haben schon über 10 Gold. Das ist nice. Eisen ist auch am Braten, ey. Braten, ich, ja. Okay, ich brauche auf jeden Fall wieder was zu essen. Wir sind schon, wir haben schon ein bisschen was geschafft, ja, so auf jeden Fall so. Ich glaube, wir kriegen das schon zusammen für jeden mal Full Iron. Oh Gott, Alter, sind da. Okay, ich bin jetzt Full Iron.
Und das ist noch ein Creeper! Boom. So, ich glaube, wir bekommen da schon zusammen Full Iron, ja? Bin Full Iron. Würde ich sagen, easy war das. Alter. Auf welcher Ebene? Boah, ich gucke jetzt einfach mal, auf welcher Ebene wir sind. Wir sind jetzt auf Ebene 25. Ja, nice. Sind wir ja gar nicht mehr so weit weg von der Diamantenebene. Und dann würde ich sagen. Aber wir sind auch noch nicht in der Diamanten. Oh, was? 5 Minuten noch? Was? Alter. Hä? Wie schnell geht das? Als ob vorbei? Die Zeit so schnell vergeht. Hä? Hey, doch, das wer kann schon hat sein. An der Uhr gedreht? Das gibt's ja, wir müssen jetzt einfach aufpassen, ne? Dass wir halt dann beieinander sind. Nicht, dass wir uns irgendwie so splitten und dann, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund wissen die dann halt unsere Koordinaten und dann sind wir dann nicht beieinander. Nein. Weil das Coole ist ja, Leute, es gibt bei uns hier so ein Tool. Mit dem Tool, Das Tool ist Tool. Bekommen wir immer angezeigt und so einen Signalton, wenn jemand auf den Server joint. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, wen nehme ich denn jetzt? Veni und sein Teampartner. Oh, wow, Alter. Und wenn die online kommen, dann bekommen wir so eine Meldung im Tool. Ja, die sind jetzt online. Und da wir die ja in der ersten Folge gesehen haben und wir die jetzt dann zum Beispiel töten wollen würden, dann könnten wir theoretisch nachjoinen. Das heißt, wir müssen nicht in das Skype-Konfi immer warten, oh, wann schreiben die denn da ein X, Y oder ein Z? Nee, das geht ganz praktisch einfach nur mit diesem Tool. Da finde ich echt. Beziehungsweise, es ist auch relativ gemütlich, weil du merkst halt auch, wenn jemand dir nachjoint. Ne? Wenn wir jetzt gejoint. Und sobald wir gejoint wären, wären Venicraft und sein Team gejoint, wäre ja relativ klar geworden, dass sie uns da tatsächlich gesehen haben, ne? In der ersten Folge eben. Die könnt ihr euch übrigens auch anschauen. Ist auf unseren beiden Kanälen verfügbar. Kappa, Kappa, Werbung. Ja. Und ja, also es ist halt relativ praktisch, weil man ist halt immer so ein bisschen up to date und man merkt halt auch, weißt du, wenn du joinst und dann plötzlich kommt das Geräusch direkt nochmal, dann weißt du halt, okay, da will mich jemand töten. By the way, töten. Hast du Essen? Gebratenes habe ich leider gar nichts mehr. Ich habe nur verrottetes Fleisch. Alter, ich habe auch nichts mehr. Aber ich grabe mich da jetzt einfach mal rein und hoffe einfach mal auf gut Glück, Diamanten zu finden. What the f... Okay, Alter. Fast in die Lava gefallen. Digga, also durch Lava sterben wäre schon peinlich, muss man hier sagen. Danke! Also so zum eigenen Teampart, ey, das ist jetzt echt peinlich von dir. Also es ist, oh, Donner auf Doom, ich weiß nicht, ob man den hört, ich habe mein Fenster geschlossen. Warte, hey, ich hatte doch vorhin gerade noch ein Seed. Ja, wo ist denn mein Seed hin? Ich weiß es nicht. Wo ist mein schöner Samen? Achso, da liegt er. Ne? So. Weil ich habe ja am Anfang, also in der letzten Folge, die man sich übrigens auch ansehen kann. auf dem YouTube-Kanal. auf youtube.com/killercraft oder youtube.com/boomsloggy. Jetzt gedacht, habe ich ja schön viele Knochen gefunden. Das heißt, ich mache hier gerade ein bisschen Brot, damit wir hier noch etwas länger überleben. Aber ich glaube, wir müssen echt in der nächsten Folge dann wieder hoch und Essen suchen oder so. Ja, ich glaube, das wäre echt keine schlechte Idee, weil... Beziehungsweise, wir könnten ja auch eine Farm anbauen, ne? Ich kriege jetzt da gerade ein paar Seeds raus und die könnten wir auch anbauen, bevor wir uns ausloggen. Hier unten halt einfach gut belichten und Wasser hin und dann gut ist, ne? Sollte das ja eigentlich auch irgendwie wachsen. Theoretisch, aber, wenn jemand in der Nähe... So können wir auch direkt rausfinden, ob jemand in der Nähe ist, ne? Aber ist denn jemand eigentlich gestorben in der letzten... ja, also Mr. Morgan ist ja gestorben und ist noch jemand gestorben? Er hat's gesagt. By the way, man kann das alles sehen in der letzten... Ich soll echt aufhören damit, ne? Sonst nehmen das noch Leute ernst. Klopf, wer ist da? Der Ernst? ich kann dir mal 2 Brote geben. Ich esse jetzt einfach 3 Brote und gebe dir nur 2. Oh, das ist jetzt, das geht mal gar nicht, ohne Witz. Aber so bin ich gerade die, was, oh shit, ich muss ein bisschen schneller. Nee, kacke, wir werden in einer Minute gekickt und sind nicht beieinander. Ja, ich bin da bei den Öfen. Ich weiß nicht, wo die Öfen sind. Hä, wo bist du denn hin? Ich bin da, wo du Obsidian gemacht hast. Das ist relativ weit weg von den Öfen, ne? Ich komme jetzt, komm einfach runter da zu uns, zu mir. Ich bin nämlich gerade noch die Farm am Bauen, das ist das Problem. Oh, weil die ist halt auch so richtig. Ich versuche zu kommen, ja. Okay, da oben, glaube ich, entlang. Oh, was? Kacke, 30 was? Sekunden. Nein, was? Ich glaube, ich muss hier hoch. Ich glaube, ich muss hier hoch. Alter, ich muss schneller machen, ne? Nein, jetzt verbaue ich mich auch noch. Ich glaube, ich habe das nicht mehr. Boah, ich habe gegen den Enderman jetzt noch schnell gekämpft. Nein. Kacke, 15 Sekunden, schaffe ich es noch? Nee. 10 Sekunden. Ja, ich sehe dich! Killer, komm her. Ich bin hier.
Ja, ich, was? Nein. Ja, Wasser. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Hast du es noch geschafft? Hast du es geschafft? Ein bisschen was konnte ich noch anpflanzen, ja, glaube ich. Ja, nein! Oh Mann! Nein, okay. Okay. Gut. Ja, wir haben jetzt halt keine Nahrung. Schade. Wird hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder was werden. Also. Ja, aber, lieber Rüstung. Killer, ich kann dir, ich kann dich beruhigen, weil ich habe noch ein bisschen rohes Schweinefleisch und Chicken im Inventar. Das heißt, sofort sterben werden wir nicht. Keine Angst, liebe Leute. Gut. Okay, dann würde ich aber sagen, das war's hier von der Folge. Wir hoffen natürlich wieder, dass es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall auch beim Bumsauge dabei. Und diesmal hast du das letzte Wort. Oh yeah. Ja, ich habe das letzte Wort. Nein, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall auch beim Killer vorbei. Und guckt auf jeden Fall auch die anderen Folgen. Weil, wenn wir zum Beispiel nicht alle gucken könnten, wäre es nice, wenn ihr uns Tipps geben könntet, wer wo gerade was macht. Das wäre... By the way, ist ja nett. Gut, Leute, ich würde sagen, haut rein. Also, was hier noch gesagt ist, allgemein Tipps. Also, wenn ihr irgendeine Idee habt, beispielsweise was zaubern oder sonst irgendwas, so zu diesen Themen, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Hilft uns auf jeden Fall. Hilft, ja. Und jetzt darfst du reden. Okidoki, gut. Dann zeige ich jetzt mein heißgeliebtes Ciao und Tschüss.